Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Part Nummer 6 von Total War Rome 2. Und zwar mit dieser kleinen Information. Epirus, die Fraktion wurde zerstört. Und unsere Forschung ist fertig. Wunderbar. Ja, Epirus existiert nicht mehr. Die sind gen Jordan gewandert. Und so weiter. Ich bin überlegen, wo wir unseren Überschuss reinstecken. Ich glaube, hier. Und dann bauen wir... Ich bin am überlegen, ob wir da Musterungsdings sich bauen oder... Ein unterirdisches Aquädukt. Das bauen wir mal. Das ist eine gute Idee. Finde ich zumindest. Bringt Wachstum. Wachstum ist immer gut. So, wir können jetzt hier beispielsweise eine Holosideros-Kaserne bauen. Die ermöglicht uns, Pikeniere und Kavallerie zu bauen. Oder wir wählen das Periökenlager für Bogenschützen und Peltasten. Wir könnten aber auch einfach weiterforschen. Für ein Flänklerlager. Für Stufe 3. Ich mag ja, ranged. Guys. Also Fernkampfeinheiten. Ich würde sagen, wir investieren dann noch die 3 Runden in das Lager und danach werden wir mal unsere Wirtschaft ein wenig boosten. So, unsere Truppen passen hier ganz gut. Ich bin am Überlegen. Hier kommen wir auf jeden Fall. Ich würde die noch hier ein bisschen drin lassen in Athena. In Antaya. Weil die gerade plus 7 bringen. Wobei, wenn wir sie rausziehen, haben wir plus 3. Wir warten mal noch die eine Runde, bis die Instabilität draußen raus ist. Und ansonsten könnten wir vielleicht einen großen Hafen bauen. Für Wohlstand durch lokalen Handel und Seehandel. Weil das eigentlich nicht so die ideale Position für Handel ist. Ich meine, das sind alles... So ein Mittelmeerraum wäre natürlich nice. Athenai hat natürlich eine sehr schöne Position für Handel. Genauso wie Sparta eigentlich. Oder hier hinten. Wo man dann mit dem Römischen Reich handeln kann. Und, ja. Egal. Wir haben jetzt noch 1300 auf der hohen Kante. Damit lässt sich gerade nicht viel anstellen. Wir können hier nicht mal das, den Schrein des Poseidon upgraden. Haben wir hier noch irgendwas, was wir bauen könnten? Nein. Okay, dann beenden wir die Runde auch an der Stelle. Ich hätte den verdammten Spion noch bewegen können. Ah, daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Mal gucken, was Athen oder so auszwitschert. Und dann sollten wir langsam aber sicher mal anfangen, unsere Armee ein bisschen aufzubauen. Also auf Wirtschaft gehen und parallel unsere Armee ein bisschen aufstocken. Damit wir uns den Unterhalt der Armee auch leisten können. Denn früh übt sich die Expansion. Auf Athen brauchen wir eigentlich nicht gehen. Sparta wäre vielleicht ein Ziel. Das wäre Sparta vom Erdboden tilgen. Und selber Spartiaten ausbilden. Gelände und Siedlungen, die eurer Fraktion bekannt sind, aber sich nicht auf eurer Sichtlinie befinden, werden vom Nebel des Krieges verdeckt. Nutzt Agenten und Streitkräfte, um hinter die Machenschaften... Okay. Der hat hier eigentlich auch alles nur mittlere Infanterie. Wobei, hier hat er 2 schwere. Die spartianischen Hopliten. Was hat er hier? Periökische Hopliten? Periökische? Hat er die hier aus Larissa? Oder sind das, Söldner? Das weiß ich jetzt nicht. So, ich wäre dafür, dass wir mal ein Periökenlager bauen. An der Stelle. Okay. Wie kann ich euch helfen? Kommandant? Odessus ist... Navissos.
Wie geht's eigentlich mit denen? Navissos, Tribalier. Kulturelle Abneigung, sie missbilligen kulturelle Abneigung. Geschenke an Tribalier, Abkommen mit Tribalier. Unverlässlich. Ah, die haben dieses eine Gebiet. Sind die mit irgendjemandem verbündet? Nein, die sind im Krieg mit der keltischen Konföderation, mit denen hier. Die uns sowieso nicht leiden können. Ha. Vergangener Krieg mit Thylis. Die mochten das nicht, dass wir im Krieg mit Thylis waren. Geschenke an Tribalier. Tribala. Das wäre vielleicht. Versuch die Wahrheit nicht mit Honig. Sprecht offen und ich werde ehrlich mit euch sein. Schmeichelt mir. Das wäre auf jeden Fall mal keine schlechte Idee. Odessos ist eine nette Region. Wo ist denn mein Spion? Dann wenden wir uns von Sparta erstmal ab und versuchen hier Odessos mal vielleicht ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Und später dann Navissos. So. Spionage. Bei Odessos wissen wir Sicherheit. Aha, aha. Hier können wir keine weiteren Einheiten rekrutieren. Wir haben eigentlich auch eine relativ starke Streitmacht. So ist es ja nicht. Aber trotzdem werde ich mir gleich mal noch ein paar Bogenschützen rüberziehen, sobald das fertig ist. Also ein bisschen können wir noch warten. Wie sieht es mit der Forschung aus? Zwei Runden noch. Hier haben wir eigentlich nichts weiter zum Upgraden. Wie schaut es hier aus? Nee. Bau nicht möglich. Und hier eigentlich auch nicht. Wir können hier natürlich noch Schiffsbauer bauen. Wir beenden mal die Runde. Odessos ist ein sehr, sehr, sehr schönes Ziel. Odessos hat nur eine Region. Und wenn wir uns Odessos schnappen, können wir uns danach die da drüben schnappen. Ich weiß nicht, welches Ziel gerade das schwächere ist. Navissos oder Odessa? Odessa. Ich glaube, wir gehen tatsächlich erstmal auf Odessos. Odessa. Ja, ich glaube, Navissos werden wir uns danach holen. Ich glaube, mit Navissos hatten wir ein Handelsabkommen. Das ist natürlich uns noch gerade ein bisschen dienlich. Und, die haben keine namhaften Verbündeten oder so. Mit der Leertaste könnt ihr die Bewegung sämtlicher Charaktere, Armeen oder Flotten auf der Kampagnenkarte beschleunigen. Das wissen wir auch. Mit der Leertaste können wir die Einheiten beschleunigen in ihrem Gang. Das weiß ich schon. So, schöne Stadt geworden hier. Plus 3 öffentliche Ordnung oder plus 2 plus 10 Wohlstand durch landwirtschaftliche Gebäude habe ich hier gerade nicht mal. Ich habe hier nicht mal landwirtschaftliche Gebäude. Hier habe ich welche. In der Region ist das aber immer, glaube ich, ne? Das heißt, Altenaya profitiert auch davon. Plus 4 Wachstum wäre natürlich schön. Das bringt uns Schiffsrumpf der Stufe 2. Stellt Garnison bereit. Ich war. Was haben wir hier? Den Hof können wir sowieso nicht ausbauen. Wir könnten das Dorf noch weiter ausbauen. Es kostet uns zwar Nahrung, aber davon haben wir genug. Dafür mehr Wachstum, mehr Forschungsrate, mehr Wohlstand und eine größere Garnison. Wir bauen das Dorf mal aus. Das ist immer eine gute Idee. Die Schiffe gibt es wieder, die sind alle wieder ganz. Wie schaut es denn aus bei den Flotten? Das ist schwere Turmheptere. Die bedrohlichen Türme auf diesen mächtigen Kriegsschiffen sollten dem Feind als Warnung dienen. Bogenschützen sind ideal geeignet, den Feind aus der Ferne zu belästigen und ihn zu törichten Handlungen zu treiben.
Die kosten wie viel? 429, sehe ich das richtig? Oder ist das der Unterhalt? Jede Runde 429. Ja, nee, das kannst du erstmal vergessen. Das will ich definitiv gerade nicht zahlen. Wir beenden mal die Runde. Ach ja, unseren Spion. Gut, dass ich ihm eine Warteschlange gegeben habe, dass er dann nach oben läuft. Das ist immer gut, dass man den nicht vergisst. So. Wir sollten trotzdem mal gucken, dass wir im Pella irgendwie eine kleine Armee noch aufbauen, die wir dann im Rücken behalten. Und eigentlich wäre es ganz gut, wenn wir Kriegsmaschinerie hätten. Denn ich glaube, wenn wir jetzt Odessa angreifen, wir kriegen die da nicht so schnell raus. Also angreifen macht da überhaupt keinen Sinn. Die können sich darin verschanzen. Ich glaube, da haben wir eine ziemlich geringe Chance. Wenn wir Bogenschützen haben, sieht das vielleicht noch ein bisschen anders aus, weil die sehr effizient auf dem Fernkampf sind. Da sind die Steinschleuderer und Hopliten, also die Speerwerfer, ja gar nichts gegen. Das könnte noch vielleicht ein bisschen besser sein. So. Langjährige Handelspartner entwickeln einen gesunden Respekt füreinander, was sich in erhöhtem Einkommen aus Handelsrouten während der Dauer des Abkommens niederschlägt. Das ist aber schön. Ihr habt eine technologische Weiterentwicklung erzielt, die euch einen Vorteil gegenüber euren Gegnern verschafft. Das ist sehr schön. Jetzt würde ich aber ganz gerne mal von Würdenträger mit Rang 1. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Plus 2 Wohlstand durch eine Amphorenbrennerei. Bewässerungsgräben oder Viehfarmen. Wirtschaft. Also, wir gehen mal auf Wirtschaft. Ich würde sagen, wir gehen auf Wirtschaft. So. Jetzt investieren wir mal ein bisschen Forschung in Wirtschaft. Etwas Forschung in die Wirtschaft. Das wäre wahrscheinlich die korrekte Ausdrucksweise. Wie kann ich bewege mich? So, was haben wir denn hier? Oh, leichte Geschossinfanterie. Der hat sehr viel Geschossinfanterie. Und er hat Schwertkämpfer, der thrakische Krieger. Aber thrakische Krieger hatten wir doch schon mal. Die haben einen hohen Schaden, aber haben keine Rüstung. Die Thraker bestanden sind da 40 Stämmen. Die haben, glaube ich, nichts drauf. Was sind das hier eigentlich? Ach, so ein Held. Versuchung. Ich könnte. Na komm, vielleicht willst du dich anschließen. Hä? Ah, ich konnte nicht überzeugen. Fuck it. No. Ich wollte ihn immer. Ich wollte ihn zu doch. Zu euren Diensten. Ich wollte ihn doch meiner. Ich wollte ihn doch haben. Ich weiß nicht, ob ich den schon angreifen kann. Kommandant? Ich glaube irgendwie nicht. Was können wir denn für Söldner anheuern? Söldnerkavallerie. Söldnerkavallerie. Sehr schwere Schockkavallerie. Fraktionssöldner. Provinzsöldner. Was haben wir denn hier? Schüsse pro Minute. Wieso Schüsse? Achso, kurze Reichweite. Hohe Feuerrate, schnelle Bewegung. Das ist also eine Fernkampfkavallerie. Und das wahrscheinlich auch. Die werfen Speere, nehme ich mal an. Ja. Oh, Entschuldigung. Da hat es mich in der Nase gekitzelt. Ich würde sagen, ich warte noch ein wenig. Ich glaube, dass die nicht sonderlich gefährlich werden in nächster Zeit. Ich warte noch, bis das hier fertig ist. Und werde dann noch eine kleine Armee aufstellen. Ich bin der Held der Götter. Überzeugung. Ich erwarte eure Befehle. Wo ist der denn? Ich bin der Held der Götter. Ich könnte ja mit dem hier mal. Ja, ich gehe mal mit ihm darüber. Bewegung. Mal gucken. Vielleicht kann ja auch die
Ich könnte noch mehr. Die Armee anstacheln oder sowas. Aber an der Stelle war es dann das für Part Nummer 6. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Ciao.